die große Angst im Hintergrund, heißt er aus Österreich kommend, ne? Dieses Loxon-System. Jedenfalls muss die ETS 7 ein großer Wurf werden, weil ansonsten wirklich das Ganze hier chaotisch wird. Hallo und herzlich willkommen bei Smartest Home. Wir werfen heute einen Blick auf den Markt. Auf den Markt der verschiedenen Smart-Home-Systeme, hauptsächlich um KNX und Derivate. Und wir werden mal feststellen, was da wirklich an diesem Markt schiefläuft. Das ist auch der Hintergrund dieses Beitrages, um euch so ein bisschen aufzuklären, was läuft eigentlich am Markt ab. Steigen wir sofort ein. Es gibt draußen diesen Markt für KNX, das sind über 400 oder 500 Hersteller, 8000 Produkte und so weiter. Das ist die große Welt des KNX. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, innerhalb dieses Konsortiums, was in Belgien seinen Sitz hat, das sind viele deutsche Hersteller, also Gira, Theben, Busch-Jäger, ich nenne jetzt die drei. Diese drei Hersteller machen mit den gleichen Komponenten, die sie haben, noch ihre eigenen Systeme. Also eigene Systeme heißt in dem Falle, das eine heißt Gira One, ganz neu auf dem Markt, das andere heißt Theben Luxor Living und das dritte heißt Busch Jäger, Busch Free at Home. Ne? So, warum, worauf will ich hinweisen? Dass diese drei Hersteller, ist völlig Banane eigentlich, ne? Dass sie sich selbst torpedieren und letztendlich, so, deswegen haben wir es ja auch, unser Titel, begeht die KNX, also KNX, wir haben es KNX genannt, Selbstmord. Ne? So, da schauen wir doch einfach mal rein, wo wir heute stehen bei den, am Markt. Ne? Und ich glaube, ich spreche jetzt so, ich spreche so aus dem Herzen, was viele da draußen auch empfinden, was wir auch immer wieder mitkriegen, Elektriker, andere Leute, die mit dem Thema Planung beschäftigt sind, die das Thema KNX-Programmierung beschäftigen. Das ist so das ganze Ding, was ich jetzt mal hier, das sind die Leute, die ich adressiere. Wie sieht die Marktlage draußen aus? So, wir haben also, einerseits haben wir die verschiedenen Hersteller, Interconnex, die eben ihre Produkte mit diesem Standard KNX anbieten. Was ganz toll ist, weil da kann ich mir das Beste von allem raussuchen. Ich kann mir eben das beste Netzteil, den besten Aktor für das eine oder andere Thema raussuchen. Ich kann mir den besten Taster raussuchen. Also wir haben ja einen Beitrag mit den Tastern. Es gibt über 1182 Taster, hat der Kollege gezählt. Gibt es momentan am Markt. So. Das ist alles das Thema KNX. So kommt man auf diesen 8000 oder wie viele tausend Komponenten es sind. Und ich kann mir jetzt als jemand, der sich was neu baut, kann ich mir wirklich das Beste raussuchen. Und dafür gibt es dann natürlich auch eine Planung von Leuten wie uns. Und dann habe ich ein Gebäude, was perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und vor allen Dingen auf eure Wünsche. Das ist das Wesentliche. So, und dann gibt es so Hersteller wie Gira, die nennen das jetzt ihr neues System Gira One. Das heißt, sie integrieren all ihre eigenen Produkte unter einem Dach und bauen dann eine eigene Software. In dem Fall ist die Software GPA, also diese GPA, Gira Projektassistenzsoftware, die kennen wir ja alle schon. Da gibt es auch Kurse bei uns dazu und so weiter. So, und dann sagen die, das ist das Gira One System. Es ist nichts weiter anderes als ein Gira X1 mit einer anderen Software. Ich spare mir dadurch die Inbetriebnahme und überhaupt die Parametrierung in der ETS-Software. Das ist so auch das, was Gira proklamiert. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, zum zweiten System, das eine ist Gira One. Ihr könnt mal ein bisschen schauen, was es hier an Produkten gibt. Ich will da gar nicht in die Tiefe gehen. Es ist alles begrenzt im Vergleich zur großen Software, ETS-Software. Und natürlich habe ich nur aus dem Portfolio von Gira jetzt die ganzen Komponenten. Das ist also ein proprietäres System. Mit der Möglichkeit, das sagt der Gira, ich kann jetzt da mal ein KNX draus machen. Ich frage bloß, frag mich jetzt, wer macht sowas überhaupt? Zielgruppe übrigens haben wir noch ganz vergessen, ist immer so, ich sage mal so, das kleinere Einfamilienhaus, die Wohnung. Also wenn es ein bisschen umfangreicher wird, ein bisschen komplexer wird in High-End-Bereich, kommt man nicht dran vorbei, dass ich KNX verwende. So. Und jedenfalls das gleiche System mit seinen Produkten bietet Theben an, das heißt Theben Luxor Living.
Und dort sieht es ähnlich aus. Ich habe ein großes Portfolio von Produkten innerhalb der Theben-Produktfamilie, was ich verwenden kann. Und dann kann ich mit dieser Software Luxor Plug das Ganze eben in Betrieb nehmen. Das geht viel, viel schneller, als wenn ich es jetzt mit der ETS machen würde und den gleichen Komponenten. Die gleichen gibt es ja nochmal als ganz normale KNX-Produkte. Auch wie Gira hat Theben nichts anderes gemacht, als eine Software gestrickt und dann mit seinen eigenen Produkten ein Paket angeboten. So. Und der älteste von den dreien ist Busch Jaeger ABB. Ich sage jetzt mal plus Busch Jaeger. Das ganze System heißt Busch Free at Home. Das hat noch, da kann ich also kabelgebundenes, in Anführungszeichen gar nichts, und drahtloses System, also drahtlos kann ich das Ganze verwenden. Und da können wir auch nochmal schauen, wie das Ganze aussieht. Also da ist also sehr viel Plastik, wie wir hier sehen. Wäre jetzt überhaupt nicht meins. Wie gesagt, geht es gar nicht um Geschmack. Und der Hintergrund ist auch hier wieder ähnlich wie bei Gira und bei Theben. Sie haben eine eigene Software gestrickt, wo ich das Ganze viel, viel schneller in Betrieb nehmen kann, Funktionen einstellen kann und so weiter. So, und jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt, wo ich einfach sage, torpedieren sich die Hersteller nicht selbst und schießen damit das KNX-System ab, indem sie sowas anbieten. Und warum spreche ich das an? Weil draußen am Markt, Leute, geht mal auf die Baustellen, schaut euch mal, unterhaltet euch mal mit Elektrikern. Und wenn es ein bisschen kleineres Haus ist, da sieht es einfach so aus, dass die Leute total verunsichert sind. Also das Gespräch haben wir in letzter Zeit mit verschiedensten Elektrikern geführt, die sagen, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt Gira One verwenden oder reines KNX? Da brauchen wir wieder eure Unterstützung, da brauchen wir eure Planung. Und jetzt kommt das ganz große Ding. Die große Angst im Hintergrund heißt ja aus Österreich kommend, dieses Loxon-System. Was ist Loxon? Auf unserem Kanal gab es dieses Wort noch nie, ist noch nie erwähnt worden. Warum ist das so? Weil wir haben keine Berührung damit. Und Loxon macht eines ganz richtig. Sie können gescheit eine Software programmieren und sie können gutes Marketing machen. So, und was ist bei Loxon der Vorteil gegenüber diesem ganzen, gegenüber dieser KNX-Welt? Das ist das wirklich der einzige Vorteil, den ich sehe. Ich stecke das Zeug zusammen, nehme es in Betrieb und ich brauche jetzt nicht ganz tiefes Verständnis von Parametrierung, von Programmierung, so wie es beim, KNX der Fall ist. Und davor haben die Hersteller Angst, weil aus Österreich dieses Unternehmen kommt und auf die Baustellen geht, nämlich so machen die das und akquirieren die Leute. Das sind natürlich kleine Systeme, das sind einfache Systeme, alles klar. Aber diese herstellereigenen Systeme, KNX Lite Systeme, Gira One, Theben Luxor Living und Busch Free at Home sind genauso. Und das ist das, was die Hersteller halt jetzt versuchen, also die drei, die ich jetzt genannt habe, versuchen zu sagen, du musst nicht Loxon nehmen, sondern du nimmst hier unser eigenes System, weil das ist genauso einfach, lieber Elektriker. Die Zielgruppe sind Elektriker. So, und Fazit aus dem Ganzen hier, was ich halt sehe, ist die Connex, also die Dachorganisation, die Connex muss dringend jetzt die ETS Software, von mir aus ist die Version 7, ich bin ja ein bisschen so auch integriert, was läuft da so am Markt ab. Die Version 7 muss ein großer Sprung sein und muss für alle einfach zu bedienen sein. Und da kann man auch mal sagen, dass ich eben die 30, 35 Jahre, die ich Historie habe als Rattenschwanz, das Thema Abwärtskompatibilität, dass ich das einfach auch mal verlasse und sage, ab der Version ETS 7 werden nur noch bestimmte KNX-Komponenten unterstützt. Oder bestimmte Funktionen unterstützt. Ich will es gar nicht gleich so krass machen. So, und das sehen wir in der Softwarebranche, in vielen, vielen anderen Bereichen. Da können wir auch die Automobilindustrie ranziehen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Apple. Apple sagt einfach, ab einer bestimmten Hardware-Version wird einfach die Software nicht mehr unterstützt, die neue Software, das Betriebssystem. Und genauso diesen Weg muss die Connex gehen. Ob sie den radikalen Weg geht, weiß ich nicht. Jedenfalls muss die ETS 7 ein großer Wurf werden, weil ansonsten wirklich das Ganze hier chaotisch wird. Warum spreche ich das so? Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn die KNX-Programmierung, ETS-Programmierung, jetzt die Software-Programmierung, wenn die nicht mehr so kompliziert ist, wie es jetzt ist,
dann habt ihr ja kein Geschäft mehr. Das höre ich ab und zu mal, wo ich sage, Leute, wir haben massiv Arbeit. Wir haben Arbeit mit der Planung, wir haben Konzeption, Planungsarbeit und die Inbetriebnahme. Wenn die Software bloß noch in Anführungszeichen ein Zehntel der Zeit oder ein Fünftel der Zeit in der Inbetriebnahme, in der Programmierung einnehmen würde, ne? Also dass ich da nie mehr so viel Aufwand treiben muss. Ich weiß, wovon ich spreche, ne? Wir sind bundesweit mit den verschiedensten KNX-Programmierern, ob das jetzt die eigenen Leute sind oder ob das Leute sind, mit denen wir zusammenarbeiten, sind wir vernetzt und wir kennen die Probleme. Und die Probleme sind groß genug. Wenn ich jetzt eine Villa habe oder wenn ich ein großes Anwesen habe, das ist ein Wahnsinn, was da an Zeit verbraten wird. Also alle, die jetzt zuschauen, die wissen genau, wovon ich rede. Also alle, die im Thema sind. Und wenn wir da weniger Zeit verbrauchen würden, wäre das ein absoluter Gewinn, weil gegenüber dem Kunden ist ja auch immer das Thema. Warum kostet es denn so gigantisch viel Zeit, um so ein Gebäude in Betrieb zu nehmen, ne? Dass alles wirklich sauber läuft. Ich spreche jetzt nicht irgendwie davon, dass das Licht an- und ausgeht und dass ich irgendwelche Farbwerte oder Dimmwerte verschieben kann, sondern wir sprechen wirklich von komplexen Logiken. Wir sprechen wirklich von Funktionen in einem Gebäude, was ein bisschen größer ist, was ein bisschen umfangreicher ist. So. Und da ist einfach die Connex gefordert. Also ihr merkt schon, also ich könnte da, also letztens hätte ich fast platzen können. Da hat die Connex hat die ETS 6.1 vorgestellt, die neue Softwareversion 6.1. Das war der BAM, das war der ganz große Wurf. Und da weiß ich noch, ich habe mit einem Kollegen gesprochen und der fragte mich, hast du schon die Version 6.1 gesehen? Und dann denke ich mir, 6.1, mir ist gar nichts aufgefallen. Das Update ist gelaufen, wir haben ja verschiedene Lizenzen. Nö, habe ich nicht gesehen. Ja, da soll irgendwas neu sein. Also, zusammengefasst, die Connex ist gefordert, die ETS-Software schnellstens zu modernisieren, intuitiver zu machen, einfacher zu machen, dass ich schneller was in Betrieb nehme, anstatt irgendwelche Blüten oder irgendwelche Herstellersysteme zuzulassen. Das wird ja zugelassen. Ich muss ja als Gira oder als Buschjäger muss ich ja das in der Connex sagen. Ich mache jetzt nochmal mein eigenes KNX-System light. Und dann wird natürlich gesagt, bloß nicht mehr als 64 Teilnehmer. Ja, klar, okay. So. Und weil ich frage mich immer, was ist denn, wenn jetzt jeder sein eigenes System macht? Wenn zum Beispiel kleinere Hersteller wie zum Beispiel Enertex oder Weinziel, wenn die jetzt auch ihr eigenes Smart Home System machen, was weiß ich, beispielsweise mit dem Netzteil und mit dem Jalousieaktor und irgendeinem anderen Sensor noch, das ist dann irgendwie auch eine kleine Schachtel. Also Leute, ich glaube, ihr habt es jetzt verstanden, worum es geht. Das Thema ist wirklich, die KNX muss angepackt werden. Und die Leute, die das jetzt sehen und die sich auskennen, die wissen genau, wovon ich rede. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr die Situation seht. Also ich habe Gespräche geführt mit Herstellern, die gesagt haben, naja, wenn ich jetzt so eine lange Liste von Kommunikationsobjekten habe, bei einer KNX-Komponente, es wird ja immer länger und immer länger und immer länger. Sieht aus wie 1985 dann, wenn man sich das anschaut. Dann habt ihr ja mehr Arbeit einzustellen. Wir wollen aber gar nicht mehr Arbeit. Ich will nicht ein Kommunikationsobjekt 487 irgendwas umstellen müssen und dann muss man dann untereinander, wir sind ja alle untereinander vernetzt, muss man dann sprechen, wie machst du das, dass das und das geht. Das kann und darf gar nicht sein. Man steckt die Komponenten zusammen und dann melden die sich alle automatisch und dann kann zum Beispiel ein Schaltaktor kann sagen, willst du mit dem Taster das Licht schalten? Willst du die Steckdose schalten? Willst du die Jalousien betätigen? Weil wenn ich das zusammenstecke, kann ich ja auch mit Logik erkennen, was ist eigentlich alles schon zusammengesteckt? Was ist innerhalb dieser Vernetzung einfach da? Und das ist einfach das Konzept, was die Connex hat. Das muss sie anpacken. Mein Name ist Frank Völkel. Ich habe sehr lange Historie mit dem Thema und ich glaube auch wirklich, ich weiß, wovon ich spreche, was hier dieses Thema KNX, KNX-Programmierung, Auslegung, Konzeption anbelangt. Und jetzt bin ich gespannt, wie seht ihr das Thema? Wie seht ihr die ETS, die ETS-Software? Das war ein kleiner Beitrag zum Thema KNX, Gebäudevernetzung und die herstellereigenen Systeme, von denen ich gar nichts halte. Und also das Thema Loxon brauchen wir hier nicht diskutieren, weil es berührt uns nicht. Da gibt es natürlich eine Berechtigung, das haben wir alles gesprochen.
Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf einen Daumen, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Jetzt kommen übrigens auch wieder mehr Beiträge bei uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.